Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich stelle mich direkt da als Lügenwollo, denn ich habe immer noch meinen Zahn. Denn wir nehmen direkt danach auf. Das war aber nicht so abgemacht. Im Vorfeld. Ja, aber macht so viel Spaß. Das ist Cornels Schuld. Macht so viel Spaß gerade, ne? Außerdem, ihr kennt es ja. Lügenwollo ist ja, wir haben uns ja alle dran gewöhnt. Ja. War so nicht geplant. Ihr kennt doch, jeder kennt den aus der Klasse, der so ein richtig langweiliges Leben hat, aber der immer erzählt, der wäre der krasseste und der hätte gerade 3 Loopings beim Skifahren gemacht am Wochenende. Jeder kennt so diesen Jungen. Ich überleg gerade, aber ich. In meiner Klasse, ich habe halt nichts mitgekriegt. So. Ja. Gut, ich wusste nicht, dass die alle schon Sex haben, ich wusste nicht, dass die alle schon trinken. Wusste ich nicht. Das wusste ich, aber das war mir auch ein bisschen ungeheuer. So, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Wo die dann so, ja, wir gehen ja zelten am Wochenende und trinken. Hatte ich auch nichts mit zu tun. Ich bin nach Hause gegangen, hab Guild Wars gespielt. War mir wichtig. Krass, war's halt auch. Ich hab halt auch nur gespielt, aber ich hab sowas schon gar nicht mitgekriegt. Ja, doch, ich war schon in der Schule schon integriert, aber in meinem Privatleben hatte ich, war ich eigentlich immer. Ja, gut, also. Aber in der Schule hatte ich ja auch Leute, mit denen ich geredet habe. Also da waren schon ein paar, so, ne? Ich war da nicht alleine. Aber ich hätte mich halt jetzt auch nie großartig mit denen großartig so getroffen. Aber die, mit denen du geredet hast, die konnten die anderen nicht sehen, ne? Die Klappe, Alter. Ja, nee. Sind Tobias wohl wirklich. Ja, glaub schon. Aber das Ding ist bei mir auch, ich war halt im anderen Ort quasi, ne? Also man muss es halt so ein bisschen sich vorstellen, ich war halt in der Nachbarstadt in der Schule und auf dieser Schule war, ja, bei mir im Ort gab es eine Realschule, ein Gymnasium und eine Hauptschule. Und ja. Im Nachbarort gab es eine Gesamtschule. Und so. Mein Bruder war halt schon auf der Gesamtschule. Und deswegen, meine Schwester war auf der Realschule bei uns im Ort. Ja, und ich hatte halt eine Empfehlung für die Real- oder Gesamtschule, ne? Das bekommt man halt immer irgendwie so. Und weil man halt auf der Gesamtschule auch Möglichkeiten. Ich hatte eine Hauptschulempfehlung. Und auf der Gesamtschule hattest du halt quasi alle Möglichkeiten, ne? Du konntest halt einen normalen Abschluss machen oder es gab da halt auch die Möglichkeit, dass du dann am Ende des Tages Abitur machen kannst auf der Schule. Und deswegen wurde ich dann halt dahin geschickt. Und das war halt in der Nachbarstadt. Und was das zu bedeuten hat. Eigentlich kein Weltuntergang, ne? Ja, aber reden wir mal gleich weiter. Bin ich jetzt so durcheinander gebracht mit den ganzen Gepople? Ich wollte was sagen hier nämlich. Ja, genau, wegen der Schule. Genau. Die Schule, zu der ich halt immer musste, das waren halt so mit dem Bus 30, 35 Minuten Fahrt. Ne, also schon eine ganze Ecke. Ich hatte um 5, ja, also ich hatte so eine, ja, es war sogar, vielleicht sogar 40 Minuten. Und das Ding ist dann, war halt schon ein Stück. Und ich hatte dann halt Mitschüler, genau, es gab so eine quasi, es gab ja 4 Klassen, ne, in der 5. Klasse. Und es gab, und die haben das so ein bisschen aufgeteilt, weil diese Schule hatte halt nicht nur von mir Leute, sondern auch von den anderen Nachbarstädten überall Leute, ne? Ja. So, das heißt, jemand, der aus einer anderen Nachbarstadt kam, das war dann so eine Stunde Reise für mich, wäre das gewesen. Ne? Warte mal, also erstmal, du warst auch schon ab der 5. Klasse so einer, der schon auf dann Gymnasium und so musste? Auch eine weiterführende Schule, ja. Ja, bei uns war das erst ab der 7. Ach so, ja, nee. Das ist, ich bin nach der 7. Klasse habe ich meine, nach der 6. Klasse habe ich meine Empfehlung bekommen. Ja, nee, ich bin schon. Wir waren schon geistig in der Lage, wir wurden nicht so runtergehalten. Orientierungsstufe an. Ja, ja. 5., 6. Klasse. Ja. Würde ich nicht missen wollen, war meine gefühlt beste Schulzeit. Ja, freue mich für dich. Naja, auf jeden Fall versteht ihr vielleicht das Prinzip so. Es gab halt, ne, die Schule war quasi in der Mitte. Das heißt, jemand, der aus der anderen Nachbarstadt kam, war dann für mich so eine Stunde Busfahrt weg. Und es gab eine Klasse, wo die meisten Leute aus meiner Stadt drinne waren, ne? Aber ich wurde nicht in diese Klasse gepackt. Ich glaube, es war die 5-2. Da waren halt so alle drin, die aus meiner Stadt kamen. Und ich war bei einer 5-3. Und da waren halt nur Leute drin aus den Nachbarstädten.
So, das heißt, alle Kontakte, die ich dann so größtenteils in der Schule geknüpft habe, ne, alle Freundschaften und so, das war dann halt nach der Schule nicht mehr wirklich besuchbar. Ne? Das war halt einfach, ja, war halt nicht möglich, weil du hattest ja keine Möglichkeiten, nur Bus und Zug. Ne, und du kannst ja nicht dann jedes Mal 5 Euro zahlen, um hin und hinzukommen oder so. Und du konntest halt auch nicht... Sind deine Eltern nicht hingefahren? Naja, wenn ich um 16 Uhr aus der Schule komme, kannst ja nicht nochmal eine Stunde dahin fahren oder mit einem Auto vielleicht 40 Minuten. Dann fahren deine Eltern wieder zurück, um wieder hinzufahren. Um die genau, verstehst du? So, deswegen... Ja, gut. Deswegen, ich habe halt in der Schule viele Kontakte gehabt. Ne, aber wenn ich dann zu Hause war, dann waren die halt quasi nicht so richtig erreichbar. Bei mir war es übrigens nicht so. Also bei mir war es schon so, dass ich die Leute hätte erreichen können. Aber ich wollte auch nicht. Und es war auch nicht so, dass ich erst um 16 Uhr zu Hause war. Wir waren, weiß nicht, 13 Uhr noch was halt zu Hause. Ja. Halt 5 oder 6 Stunden. Ich war halt auf einer Ganztagsschule. Da muss ich auch ehrlich sagen, da war es auch okay. Da hatte ich auch nicht mehr so viel Bock. Irgendwann, als ich dann halt älter wurde, so ab der 10. Ja, weil. Ja, Wochenende oder nicht? Was war denn Wochenende? Ja, als ich dann älter wurde und angefangen habe, Alkohol zu trinken und so, da war man dann halt am Wochenende immer unterwegs. Ne, da war man dann hier und da, hat was gemacht. So mit 18, so. Wenn dann hatte der erste Kollege ein Auto, ne, dann hat er sich halt abgeholt, ist man zusammen einkaufen gefahren, dann hat man halt. Alter, das waren die Zeiten, ne? Hat man getrunken, Athen 2000, Olympische Spiele in Athen 2006 oder 2004, ich weiß es nicht genau, auf der PS2, das war ein geiles Spiel, Alter. Ach so, okay. Oh, das war so geil, ey. Da haben wir Nächte gespielt. Also das hat man dann schon gemacht, ne? Tippen, oder? Bitte? Warum eigentlich nur tippeln, ne? Ja, aber richtig geil noch damals. Jetzt heutzutage gibt es das ja nicht mehr so in der Form. Ne? Nee. Da musstest du 100 Meter Track Sprint. Track and Field, Alter. Ja, 100 Meter Sprint, einfach X und Kreis abwechselnd drücken. Das war halt einfach nur geil, Alter. Und ich hatte so eine ganz, ganz komische Technik. Ich habe das mit einer Hand gemacht, mit Zeigefinger und Mittelfinger. Oh, das ist doch die Frage, warum werden so geile Spiele nicht mehr hergestellt? Man könnte jetzt sagen, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, aber das ist nicht so geil. Da müssten wir mal ein One-on-One machen in Athen 2000. Doch, und dann können wir Athen 2000. Und dann können wir unsere Zeiten vergleichen. Alter, ich tippel dich in Grund und Boden. Komm, ja, laber doch nicht, Alter. Meine 100-Meter-Zeit. Ja, ohne Spaß, das müssen wir machen. Dann gucken wir, wer auf 100 Meter die bessere Zeit hat. So wie bei Ninja Speedrun, Alter. Jo, Alter, das machen wir. Das wird so geil. Dann seht ihr uns hier, wie wir das... Ja, das wird mega anstrengend. Ja, das ist halt einfach geil, ne? Deswegen. Das ist ja schade, Mario und Sonic. Da drückst du... Das war jetzt so dumm. Als ich Mario und Sonic dann hatte, bei dem letzten Mal, und da 100 Meter Sprint, da drückst du so 3 Sekunden, drückst du so Knöpfe... Und dann drückst du einen Knopf und den Rest der 10 Sekunden läuft dann automatisch. Wo ich mir so dachte, willst du mich verarschen, Alter? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir kennen ja auch andere Geschichten, ne? Wo du dann mit Menschen zusammen feiern gegangen bist und so. Ja. Wie bist du an die rangekommen? Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her, ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Ja, aber ich meine, irgendwann muss es ja einen Moment gegeben haben. Internet oder so irgendwie. OS Community halt. OS Community hat halt viel geändert, ne? Konnte man auf einmal Leute easy peasy kennenlernen. Darüber hast du Leute kennengelernt, mit denen du dich getroffen hast? Ja. Also bist du nicht mit Leuten aus deiner Schule feiern gegangen? Nee, da kannte ich ja keinen mehr von. Die mochte ich auch nicht alle. Also da hab ich ja damals in jahrelanger Arbeit habe ich ja entschieden, dass ich nichts mit denen zu tun haben will, ne? Und die nichts mit mir. Von daher... sich das ja erledigt. Wollo war so derjenige, der darüber entscheidet, lebe ich einfach damit und lass sie in Ruhe oder laufe ich amok? Nee, die waren mir auch echt, also es war mir immer egal. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich wollte auch, also ich hatte ja ein paar Leute, so, aber das war jetzt auch nichts für mich, wo ich mich mit treffen wollte. Ich wollte, wenn ich zu Hause war, wollte ich RTL 2 Animes gucken.
Und, ja. Und fertig, Alter. Alter, immer und Nintendo spielen. 2 Stunden Full House gucken und dabei schön Guild Wars und WoW spielen. Das war mein Leben, Alter. Richtig, so sah es nämlich aus. Was anderes wollte ich gar nicht. Also ich hatte überhaupt nicht das Verlangen. So null. Meine ja. Eltern waren immer so, das wirst du so bereuen. Aber nee, überhaupt, über euch überhaupt nicht. Nee, also das muss ich auch sagen. War mega nice. Bitte wieder. Ne, ich war auch. Sogar zurück. Ja, Mann, die Zeit, da war jetzt einfach. Oh, schön nach der Schule 10 Stunden WoW spielen. Da kommen wir halt nicht viel ran, ne? Das ist halt heutzutage auch so ein Loch im Herz. Ne? Das kriegt man halt nicht wieder diese Zeit. Wo man halt auch. Weil damals konntest du noch 10 Stunden spielen und du wusstest halt, okay, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist mir scheißegal. Den Track nehme ich. Mein Leben ist gut, ne? Heutzutage denkst du dir scheiße, gleich klingeln sie. Das ist halt dann schwierig, der Trade. Richtig. Ne? Wenn du in dem Modus bist, wo es klingelt und es, du weißt es nicht, der Lieferandomann, du zusammenzuckst, dann ist es scheiße. Ja. Ach, Leute. Wir hoffen, wir sind im nächsten Part noch dabei und man hat uns nicht abgeholt. Bis dann und ciao. Tschüss.